Warte, Schlange. Moment, gleich geht's los. Warte mal, warum sind jetzt 40.000 Leute vor mir? Hallo? Ladespiel? Geht's los? Hallo? Willkommen bei Overwatch 2! Einführung zu Season 1! Yo! 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 Was läuft hier für Musik? Was geht ab? Willkommen, Leute! Herzlich willkommen zu einem späteren Video Overwatch 2. Overwatch 2 ist heute um 21 Uhr released worden, am 4. Oktober 2022. Vielleicht für Leute, die dieses Video in der Zukunft gucken. Es ist jetzt Free-to-Play. Es ist bisher nur der PvP-Modus. Alle PvE-Inhalte wurden auf nächstes Jahr verschoben. Die kommen dann nach und nach. Also dazu kann ich noch nichts sagen, dazu weiß ich noch nichts. Dazu wurde auch wenig gezeigt seit den ersten Trailern zu Overwatch 2. Also gibt es wieder ein bisschen PvP-Action. Ich werde einfach die Tage immer wieder Folgen bringen, weil es gibt drei neue Helden. Es gibt Kiriko, von der weiß ich eigentlich gar nichts, außer dass sie Genji in weiblich und ein Heiler ist. Es gibt die Junker Queen, die hat eine Schrotflinte und ist ein Tank, glaube ich. Und hat irgend so ein Wurfmesser, was Leute herzieht. Und es gibt Sojourn, zu der hatte ich ein Video in der Overwatch 2 Beta gemacht. Ich finde es schön, dass der Text hier nicht reinpasst. Wir sind scheinbar immer noch in der Beta. Es gibt jetzt einen Battle Pass. Und ja, den kann man auch hochleveln. Für neue Spieler, die jetzt Overwatch 2 komplett neu anfangen, weil es Free-to-Play ist. Hallo? Ihr müsst euch Helden freispielen. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft, weil ich werde alle Helden bekommen, weil ich Overwatch 1 habe. Aber neue Spieler müssen sich die Helden in Überspielzeit nach und nach freispielen. Die haben erst anfangs eine sehr begrenzte Auswahl. Aber ja, es wird in jedem Season Pass einen neuen Helden geben. Der Season Pass Held von der Season ist Kiriko. Man kriegt mit dem Premium Battle Pass den Helden sofort. Oder wenn man Overwatch 1 besitzt, kriegt man die auch sofort. So ist es zumindest gerade momentan. Und ich besitze tatsächlich Overwatch 1. Hallo, da ist sie. Kiriko, Junker Queen. Overwatch 2, Zombie. Ich habe sogar immer noch mein Profilbild wie damals und alles. Wo ist meine Karriere? Als ob meine Stats noch da sind. Ja, ich habe Overwatch irgendwie 300 Videos ungefähr auf meinem YouTube-Kanal, mindestens. Sogar mein Level und so wird behalten. Ich habe so gehofft, dass es weggeht, weil ich habe nicht genug gespielt. Es gibt so viele Leute, die da so einen silbernen Stern und sowas haben schon so. Also ich bin, glaube ich, jetzt Level mit den Sternen heißt 482 oder sowas. Und es gibt halt Leute, die sind Level 2000, 4000, 5000 und so weiter. Einfach zehnmal so viel gespielt wie ich. Ja, ich habe hier 400 Stunden, sagt's, in Overwatch 1. Die waren auch hauptsächlich in den ersten Jahren. In den zweiten, in den Endjahren habe ich sehr, sehr wenig gespielt. Eigentlich seitdem Overwatch 2 angekündigt wurde, gar nicht mehr, würde ich sagen sogar. Overwatch 1 ist ausgeschaltet worden. Also kann man nicht mehr spielen. Overwatch 2 ist die neue Meta. 5 gegen 5 statt 6 gegen 6. Und gucken wir mal in den Battle Pass. Für alle kostenlos. Willkommen bei der Overwatch Battle Pass. Alle Spieler verdienen durch Spielen und des Abschlusses von Herausforderungen Battle Pass Erfahrung. Und mit der Premium-Version levelt man auch schneller. Das ist auch was, was ich nicht häufiger sehe bei Spielen, aber ist hier. Was habe ich angeklickt? Herausforderungen. Gewinne ein Spiel, schließe 3 Spiele mit Rollen bei alle Rollen ab, spiele Arcade, heile 1500 Schaden ohne zu sterben, verursache 5000 Schaden mit Fähigkeiten und werde aus dem Spiel rausgeworben. Wahrscheinlich sind die Spielserver jetzt einfach gecrashed. Ja, es ist der Launch. Also ich verurteile nichts. Ich kenne Blizzard-Spiele und ihre Launches. Das ist immer so ein Massenanlauf, dass die Spieler einfach immer in den ersten Stunden gefühlt unspielbar sind. Hallo? Oh! Oh, ich spiel. Ich bin alle. Spielen. Oh! Hallo, Leute. Egal, wie das Menü aussieht, wir gucken uns das morgen an. Wir spielen heute einfach. Wir spielen einfach eine Runde Overwatch 2. In Eichenwald, ab nach Deutschland. In die Einbahnstraße. Oh mein Gott, die Avatare. Ich bin scheinbar Support. Ich spiele Senyata. Ich hätte eigentlich gerne Junkrat gespielt, tatsächlich in meiner ersten Runde. Und ich bin mitten in einer Runde gelandet. Hallo. Ich bin drin. Ja, ich war jetzt 20.30 Uhr habe ich mich eingeloggt, jetzt ist es 22.13 Uhr, also irgendwie 1,5 Stunden in der Warteschlange. Zwischendurch einmal 2 Minuten im Hauptmenü und rausgeflogen. Ich will einfach jetzt, wir spielen jetzt einfach, oh, Tageszeit sieht richtig cool aus. Meine ersten Schritte in Overwatch, aber ich bin Senyata, also fliege ich eigentlich. Mein erster Damage in Overwatch, gleich.
Warte, rechtsklick, aufladen. So geht's jetzt, Leute, ne? Und ich muss meine Heilung auf irgendwen werfen. Oh, mein erster Tod in Overwatch. Du da, lebe. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich will weg. Ja, kriegst Heilung. Bitte. Ach ja, ich muss meine E auf irgendwas setzen. Hier habe ich getroffen auf jeden Fall. Aua. Mein erster Tod. Ja. Ich bin noch komplett überfordert. Ich bin, wurde mitten in ein Match geworfen, was schon läuft. Und das ist die erste Experience. Ich habe auch nichts richtig gemacht. Wir dürfen versagen. Okay. Ja, wir kriegen ein bisschen Erfahrung für unseren Battle Pass. Ab nach Esperanza. Nach dieser ersten Erfahrung. Wir sind ein Tank. Ein Tank in der Tank. Ich möchte den neuen Tank spielen. Was ein dummes Match. Preiso. Chance Nummer 3. Aber wir können Kiriko spielen. Neuen Healer spielen? Ja, let's go. Wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich habe gewonnen. Yo, also die neuen Helden sind halt echt stark. Krass, das ist mein erster Sieg in Overwatch 2. Wie hat er euch gefallen? Ja, das war halt so sick, als sie es Highlight gemacht hat. Danke. Warum ist einer geliebt? Der ist nicht geliebt, der wird wahrscheinlich rausgekickt. Wird schon gebombt und 3 getötet. Fein. Oh, so heroisch dieser Moment. Yo, ich habe fast ein ganzes Level gemacht. Erster Sieg des Tages. Ich weiß nicht mal, was passiert ist. Unterwegs nach Nepal. So. Kann ich den neuen Junkrat-Skin anlegen? Overwatch 2. Guck mal, Junkrat Overwatch 2. Auswählen. So sehen wir aus. Meine erste Runde Overwatch 2, die ich gerne aufnehme. Vielleicht. Wir versuchen einfach Junkrat zu sein, unser Team zu supporten. Unser Genji sieht sick aus. Movisack-Skin kenne ich auch noch. Und das Kiriko. Die kann irgendwie heilen. Und irgendwelche Leuchteffekte machen. Und irgendwie kurz und sterblich machen. Alles. Ja, ich bin Junkrat. Oh, klingt ein bisschen wuchtiger, die Waffe. Ja, Junkrat macht richtig gut Damage, aber darf sich nicht so direkt ins Kampfgeschehen zeigen. Also darf nicht so sichtbar sein. Ich muss eher so hinterrücks spielen. Genau. Habe auf Shift solche lustigen Dinger, mit denen ich... Hallo? Was ist das denn? Da, mit denen ich so durch die Luft sprengen kann und Gegner wegsprengen kann. Macht auch gut Damage. Und auf eher eine Bärenfalle, die nicht mehr festhält in Overwatch 2, weil in Overwatch 2 gibt es keine Stunts mehr. Also so gut wie keine mehr. Ja genau, bei so einer Situation schieße ich halt zum Beispiel dahinter. Einfach nur gucken, dass ich so ein paar Treffer lande, ohne direkt im Geschehen zu sein. Das ist mein Goal. Und ich will deswegen mich auch so einkämpfen und gucken, dass der das abschießt und dann einfach nicht bei McCree sein. Weil sonst habe ich ein HP und bin tot. Moira, bitte. Danke. Du hast es versucht, ich habe McCree getötet und er hat mich gleichzeitig erschossen. Das will ich sehen. Ich war so unsicher. Der wollte mich tot sehen. Na, hat er die Explosion abbekommen. Explosion macht 120 Schaden von mir, glaube ich. Aber ja, zu Overwatch 2 kann sich alles und viel geändert haben. Deswegen finden wir es gleich raus. Es geht darum, den Punkt in der Mitte zu halten bei dem Modus. Ja, ich will irgendwie so schießen. Aber da habe ich nicht genug Range. Boah, irgendwas hat mir wehgetan. Genau. Bombe angeheftet. Oh mein Gott, er hat mich mit seiner komischen... Ist es doch eine Blendgranate? Nee, es wurde ja geändert. Es gibt halt keine Stunts mehr. Er hat mir irgendeine Bombe angeheftet. Jetzt kann mich selbst McCree töten. Weißt du, ich habe ihn so richtig schön mit der Mine und so gefinisht. Und das war mein Go, meine Belohnung. Was ey, wie die erste Runde Overwatch 1. Weißt du, habe ich auch Junkrat gespielt und war nur verwirrt. Das wiederhole ich jetzt halt einfach. Ich will da reinschießen auf jeden Fall. Aber Junkrat habe ich halt nie so in der höheren Meta gespielt. Ich habe dann irgendwann zu Pharah gewechselt, weil in der Luft fliegen und alles töten immer chilliger war. Nö. Ja, genau, ich bin einfach nur annoying. Als ob. Ich bin annoying, ich baller meine Bomben überall rein.
jetzt keinen Bock mehr. Stress die Gegner kurz. Und hopp. Mag ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich gerade zwei geworfen habe, aber ich wollte nicht zwei werfen. Aber meine Bärenfalle hat mich schön gesaved, die ich vorhin da irgendwann mal hingeworfen hatte. Einfach um zu so wissen, dass Gegner da nicht durchpushen. Ah, guck mal, die haben ein Ding Anti-Junkrat genommen. Gesundheit? Was heißt das überhaupt? Was macht die Ult? Sind einfach überall durch alles. Sind sie kurz und sterblich gegen allen Schaden? Können die. Scheinbar sind die so. Vielleicht werden die so Geister und können durch alles durchlaufen oder so? Durch alle Schüsse? Werden einfach kurz vor nichts getroffen? Wäre ein bisschen stark, wohl. Wenn so ganz kurz ist. Ja, ich muss unbedingt wissen, was Kiriko macht. Ist halt schwer, gegen irgendwas zu spielen, wenn man sich so denkt, yo, was passiert hier überhaupt? Oh mein Gott, habe ich so viele gerade getroffen. Da unten ist doch jemand gerade. Ja, Bastion. Ja, den machen wir weg. Wie hat die Explosion mich getroffen? Nein. Okay. Erste Runde haben wir gewonnen. Sehr schön. Ich habe 8... Irgendwas? Was ist E? A, T? Was? Eliminierungen, Assists, Tode. Okay. Aber ich habe E, A, Eat. Eat Shred steht da oben. Mehr sehe ich da nicht. Oh, ich werfe einen Korb. Warte. Junkrat Korb. Pow. Passt. Es ist so chaotisch. Aber ich lieb's mit einem Tank. Ich habe ja in der Beta ein paar Runden halt auch gespielt, allgemein, ne? Und es ist echt angenehm jetzt, wo es nur noch einen Tank gibt. Eine meiner Lieblingssachen in Overwatch 1 war halt aber leider, als zweiter Tank zu flankieren, dass der eine Tank so alleine die Runde carried. Das kann ich halt nicht mehr. Weil ich lasse mein Team in dem Stich und das ist nicht geil. So, ja, du isst einfach erstmal meine Schüsse. Ich schieße da trotzdem so in die Richtung. Aua. Guter Healer, danke. Die Diva mag mich echt nicht. Oh, die hat meine Bombe gegessen. Warte, die hängt da in der Luft. Ich habe die gerade gesehen. Nö. Wie halt man Heilung? Ah. Oh, danke. Oh, schade, hätte ich die Diva noch getroffen beim Weghüpfen. Sonst hätte sie ihren dummen Mech nicht holen können. May kann nicht mehr einfrieren, by the way. Auch sehr schön, die macht nur noch langsamer. Aber ihr Linksklick macht mehr Damage. Du gehst nicht in das Haus für Deckung. Hier ist ein Feind. Das geht so ab, ne? Hab ich sie? Oh mein Gott, ja. Bin trotzdem tot. Ich schütze mich mal kurz. Ah, ich wusste, dass sie mich umbringt. Schade. Ich habe gehofft, dass sie sich nicht traut, weil sie nicht weiß, wie viel Leben ich hat. Aber die dachte sich, nö, ich gehe da hoch. Ich fange das ab. Ich riskiere meinen Mech dafür. Ja, ich krieg den Mech auch echt schnell zurück. Oh, Junkrat. Spaßig. Aber wieder schön. Schön, den guten alten Jungen zurückzuhaben. Ich weiß nicht, wo meine Goldwaffe ist. Wenn ich gerade eigentlich so auf meine Waffe gucke. Aber spaßig. So, die will uns alle wegbomben. Und jetzt. Hey, Anna, ne? Oh mein Gott, du hast den Sleep Dart nicht getroffen. Oh. Hey, Anna, mich nicht ignorieren, bitte. Ups, da ist jemand in meine Bärenfalle gelaufen. Ja, die sind tot. Cool. Ein wahrer Sieg als Junkrat. Oh. Ja, die neuen Maps zeige ich dann auch bald mal in der Folge, wenn ich... Oh mein Gott, das war so furchtbar als Tank und so. Warum stehe ich so da mit einem Drink? Ich weiß es nicht. Oh, unsere Moira war gut. Die wurde ja auch überarbeitet. Erstmal überhaupt verstehen, was die alle können.
Ja, muss ich alle halt mal spielen, ne? Keine Ahnung, wie und wo ich welche Helden wann, spiele, aber ich gehe mal aus der Queue raus. Ich möchte nicht in der Queue sein. Bin ich in der Queue? Während der Suche nicht verfügbar. Es sagt, ich bin in der Suche, aber ich sehe keine Suche. Okay. Ja. Apropos Battle Pass. Wir können ja mal draufklicken jetzt. Joa, wir haben Battle Pass einmal gelevelt. Das lädt auch nicht so wirklich. Ja genau, man kriegt Kiriko und sowas, weil wir... Ich glaube, ich habe nicht den Premium Battle Pass, aber können wir dann gucken. Ja, das gucken wir morgen an. Ist ja doof, wenn man hier nicht so richtig sieht. Aber hier gibt es coole Skins. Und es gibt einen auf Level 80. Gibt es einen mythischen Skin, den gucken wir uns auch morgen an. Die Season, die erste Thematik ist Cyberpunk. Tatsächlich, also so Neon-Zukunft. Ja, also ist auch eine coole Thematik. Es gibt also viele Skins, die darauf scheinbar basieren. Aber es gibt ja auch einen Shop, aber der ist auch nicht da. Also morgen gucken wir uns den Shop, den Battle Pass und allgemein mal an, was hier so abgeht. Junkrat. Was ist mit dir passiert, Junge? Overwatch 1? Ja, so kenne ich den Jungen. Und Overwatch 2? Guck mal, hat seine Hose repariert innerhalb eines Teils. Ich bin sehr stolz auf ihn. Und er hat echt an Farbe gewonnen. Guck mal, der ist richtig so braun gebrannt, der Junge. Hier war so bleich. Und er hat eine Brille sich gekauft. Und sein Reifen hat so Stacheln dran. Ich mag das Overwatch 2 Design. Allgemein würde ich mir gerne die ganzen Overwatch 2 Designs mal angucken von den Helden und so. Waffenstandard golden. Ja, mein Goldskin habe ich noch, aber ich kann ihn nicht anklicken. Okay, man kann die irgendwie gerade nicht anlegen. Und die Verbindung ist weg. Okay, beim nächsten Mal gucken wir uns den Rest an. Ich schneide das Video jetzt. Es ist kurz vor 23 Uhr. Mal gucken, wann das Video online kommt. Das war's mit der ersten Folge Overwatch 2. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie diskutieren wollt, ob es cool oder kacke ist, könnt ihr auch alles gerne in den Kommentaren machen. Und ich würde meinen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.